Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video aus dem TCC. Heute ist meine Präsentationswand soweit fertig geworden und ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch, wie ich mir das so ungefähr vorstelle. Und jetzt muss ich noch gucken, wie ich noch die Beschriftung mache, ob ich da noch Fotos dazu mache oder ob ich die Schachteln beschreibe. Ich zeige es euch einfach mal. Ich habe hier jetzt einfach mal nur als Beispiel so einen kompletten Lenkstockschalter hingehängt. Da kann man eben hier mal sehen, wo die Bremse immer abbricht oder auch mal jemanden erklären, wie dieser Schleifring hier funktioniert, diese Wickelfeder. Ich habe hier eine komplett funktionsfähige Handbremse, wo man jede Funktion der Handbremse erklären kann, inklusive der ganzen Kabelei, wo die Kabelbrüche normalerweise stattfinden, wo die Kontakte sind. Ein Kabel vom Ladegerät mit wunderbar verschmorten Kontakten, wo man auch mal zeigen kann, wie man die Stecker öffnet. Ich habe hier das Fach mit den beiden Elektrikproblemen, einem Taster von der Wumblinganlage, der nicht mehr ausgeht, der hängen bleibt. Ich habe hier diesen legendären Schalter von der Bremse, der immer die Serflampe leuchten lässt. Dann haben wir hier den Gummi, das quält der Freud, wenn die Türe zu weit aufgeht. Hier unten drin ist ein Traggelenk, das die beste Zeit schon hinter sich hat, also das Ding ist einfach hin. Dann mal die Bremsflüssigkeitsbehälter mit dem Geberstand, dass man weiß, ob noch Flüssigkeit drin ist. Hier sind die Pendelstangen in verrostet, wie sie aussehen. Hier ein paar wunderschöne Exponate von Bremsbelägen, wie wir sie eigentlich nicht sein sollen. Dazu eine Bremse hinten zum Erklären, eine Bremse vorne zum Erklären. Ja, so ungefähr habe ich mir das Ganze vorgestellt, wenn mal jemand auf Besuch kommt ins TCC, dass ich einfach hier sagen kann, pass auf, guck dir das an, so schaut es aus, komm mit, wir gucken es uns an. Und ja, es ist noch ein bisschen Platz da, es kann noch wachsen, also wenn noch irgendwelche Themen dazukommen, bin ich durchaus bereit, dann auch das ein oder andere Thema noch zusätzlich mit aufzunehmen. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.